Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Great Eternity Chronicles. Im letzten Part haben wir uns leider von Susato verabschieden müssen. Die dürfte jetzt schon auf dem Weg sein zu ihrer Heimreise nach Japan. Sie hat sich auch noch speziell bei Sholmes im Geheimen verabschiedet. Also irgendwas ist da sehr seltsam. Aber da haben wir jetzt trotzdem keine Zeit, drüber nachzudenken, leider. Denn jetzt dann gleich beginnt die Verhandlung, wo wir China verteidigen. Und ich hoffe, dass wir das halbwegs gut hinkriegen werden. Good luck then, Bruno. I do what I can. Hm? Obviously, I don't know the law like Susie does, but still. Aber sie ist unsere neue Assistentin. I'll be by your side the whole time, giving you moral support and encouragement. I'm not sure that big thing is as comforting as you think it is, to be honest, but... Thank you, Iris. That's very kind of you. Sie ist auch sehr schlau. Schlauer als Sholmes. Also, vielleicht kann sie auch mal uns ein bisschen helfen. Oh yeah, Iris. Yes, Ginny? Well, I was wondering, is all. About Sholmes. Did they fix him up alright? Yes, the operation was a great success. But... Hurdy still hasn't come around yet. Eh? I've asked a friend of mine at Scotland Yard to send a telegram as soon as he wakes up. I'm sure Gregson will let us know the moment there's news. Oh, right. No Susato-san and no Mr. Sholmes. It's all down to me today, to prove that China is innocent of this crime. Miss China Lestrade, counsel for the defense, the trial is about to begin. Please make your way into the courtroom. It's time then. Yes, let's go, China, Iris. Lead the way, Runo. Whew. Poor China. She's trying to put on a brave face, but I can tell she's worried and scared. I have to believe in her from start to finish. That's the weapon that will secure our victory here. If I learned anything from my great friends, it's that. Okay. Ist überhaupt von Siegs der Staatsanwalt? Wissen wir das schon? Wurde es mal gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich denke mal, dass es er ist. Es wäre jetzt blöd, wenn es jetzt Pain wäre oder so. Ja, wäre aber auch mal lustig. Im fünften Fall, im finalen Fall einfach Pain. In the name of Her Majesty the Queen, I hereby declare this court to be in session. This trial shall determine the guilt or innocence of Miss China Lestrade. I now call upon the counsels for the prosecution and defense to declare their willingness to proceed. The prosecution is ready. The defense is ready. Lord von Siegs? My lords. Remind me, how many years ago was it that you withdrew from the public prosecution service? It was some 5 years ago, my lords. Yes, and then 2 months ago you resurfaced somewhat unexpectedly. And here you are again today. And there are some circumstances of which the court should be aware that have led to this erratic behavior? In what one might describe as your former life 5 years past, you dealt exclusively in matters concerned with the highest echelons of society and government. Really? Yet today, you choose to try a simple case of burglary and murder. I confess I find it more than a little befuddling, counsel. There are 2 types of person I cannot abide. Firstly, those wealthy scoundrels who hide behind a mask of philanthropy to cheat the public at large. Oh, wie klein Iris ist! Die kann da kaum drüber gucken! He means Mr. McGilded, who you defended against the Reaper 2 months ago. Yes, I just about managed to work that out. Thank you. Magnus McGilded. If I'd known what a monster he was, I never would have defended him. And secondly, even more loathsome. Those wily scoundrels who masquerade as allies only to effect total betrayal in the final hour. In other words, the confidence tricksters from those tiny islands in the Far East, the Nipponese. What? Did he really just say that? Zum Glück kein Rassist. He means you now, Runo. I actually managed to work that out too. Thank you, Iris. Große Hilfe bisher. Total betrayal? What are you talking about? The torrid look of hatred in Lord von Sieg's eyes. Was it directed solely at me?
Or was he talking about all Japanese people? An alarmingly scathing explanation, Lord von Sieks. Still, the judiciary welcomes the return of the so-called Reaper of the Baby feared by all London's malefactors. Your lordship is too kind. Now, jurors, the six of you have been selected at random to represent the will of the people in this trial. Bin mal gespannt, ob es alles neue sind oder ob wir auch welche kennen. Ah, wir kennen sogar einige. Eieiei. Okay, ich kenne sogar fast alle, zumindest so irgendwie. Warum ist der alte Mann eigentlich ein Arzt? Oh, um Gottes Willen. Are you ready to hear the evidence placed before you and determine the guilt or innocence of the defendants? Former lieutenant in the British Army here, don't you know? Chaps like me were born ready. Warum blascht er eigentlich? Und wieder sie? Sie wieder auf der zweiten Stelle sogar, was ist nicht davor auch schon? Clean crockery, clean cutlery and a clean conscience. His lordship's motto is very appropriate here, I think. Der ist neu. Everything will be stereoscopic in the future. Absolutely, absolutely everything. And I'm ready for it. I don't understand it. I can't have left it in there. It's not possible. But could I have? Sie kennen wir auch. Woman indispensable in society. Stop. Female-centric future awaits. Stop. Good day. I am visiting London for sightseeing. I would like to take bus to Crystal Tower, please. Is something wrong, Runo? Oh, not exactly. It's just... I'm fairly sure I recognize these jurors. Almost all of them, in fact. Mm-hmm. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er hier... ob das exakt... Der Russe ist, den wir im zweiten Fall in der Zeitung gesehen haben. Der da, ich weiß, was war da nochmal? Schon wieder so lange her. Der irgendwie einen Anschlag auf den Crystal Tower vorhatte, war das so? Oder irgendwas mit dem Crystal Tower oder so? Irgendwas Böses? Es kann aber natürlich auch sein, dass es nicht exakt dasselbe ist. Er hat halt nur den typischen Hut auch auf. Aber es sieht schon ähnlich aus, finde ich. Aber ich meine, zugegeben, hier Nicolina hat sich ja auch so verkleidet und sah auch halbwegs ähnlich aus. Aber er sieht schon ziemlich genauso aus, finde ich. Ich muss mir das nochmal angucken aus dem zweiten Fall dann, aber ich glaube, das war er. Wäre schon ein großer Zufall. Warum hat er eigentlich eine Maus dabei vor allem? Frage mich auch. Ich habe sehr viele Fragen. I'm fairly sure I recognize these jurors, almost all of them, ja. Really? Funny coincidences like that do happen from time to time, don't they? Und die Entwickler waren wahrscheinlich auch zu faul, noch mehr Character Models zu machen, aber ist okay. But it is quite strange. The jurors are chosen at random from London's 6 million inhabitants, you know. So I've been led to believe. But something tells me I'm being duped. Dubbed, wie auch immer. Very well. Now, Lord von Sieks, the court calls upon the prosecution to introduce the facts of the case. As you wish, my lords. Allow me to begin with a word of warning to the ladies and gentlemen of the jury. Short. There has never been a more self-evident case of cold-blooded murder. The victim, Mr. Pop Windybank, proprietor of a pawn shop on Baker Street, was shot from behind and died instantly. The prosecution presents this photographic print of the crime scene. Okay, Tatortfoto. As the court will observe, there is a single bullet wound just below the gentleman's left shoulder. The evidence suggests that the bullet pierced the man's heart, resulting in near instant death. Moving on to the findings of Scotland Yard's coroner. His report states that the bullet entered the body on a rising diagonal trajectory. Okay. And what's that supposed to tell us? Means the victim was likely shot by someone significantly shorter in height than himself. Someone like the accused, you might say. Oh. The prosecution wishes to present the autopsy report and crime scene photograph as evidence, my lord. Indeed, the court accepts. Hand them to the bailiff, please. Okay,
Autopsiebericht. A report prepared by the Scotland Yard coroner that confirms instant death due to a single bullet wound from the back. There are no other signs of trauma. Okay. Ein Bericht, der... Wie wurde Corona nochmal übersetzt? Ja, das ist halt im Prinzip der Typ, der halt die Autopsie macht. So, ich weiß nicht, ob es da einen speziellen Begriff dafür gibt, aber halt der Typ von Scotland Yard, ne, der halt den Bericht auch hier geschrieben hat. Da steht auf jeden Fall drin, dass es ein sofortiger Tod war, wegen dieser einen Kugel, die er abbekommen hat, in den Rücken. Und es gibt auch keine anderen Anzeichen von irgendwelchen Wunden oder sowas. Nur die eine Kugel, das Einschussloch. Und auch Foto. A photograph of the victim found murdered in the straw room. It shows the single bullet wound in the man's back. Genau, ein Foto vom Opfer, der eben im Lagerraum ermordet wurde und zeigt halt auch die eine einzige, das eine einzige Einschussloch im Rücken des Mannes. Mhm. Karte auch noch, ja. Das ganze Standardzeug. Aber erstmal, bevor wir das machen, erstmal jetzt die beiden angucken. So, nochmal hier ein bisschen mehr. Okay. Der Corona steht sogar dabei. Also der Arzt, der sich das angeschaut hat, Dr. Stevens heißt der. Kennen wir den? Sagt mir zumindest nicht. Details of victim, name Pop Windybank, male, occupation pawnbroker on Baker Street, time of death, 16th April, 1 to 1:30 AM, reporting party, Ryunosuke Naruhodo. Okay. Genau, der Arzt, was auch immer Corona heißt, der Autopsie-Mensch, heißt eben Dr. Stevens. Details zum Opfer sind Pop Windybank, hieß er, männlich wahrer. Und er war eben ein Pfandleiher in der Baker Street. Der Todeszeitpunkt war am 16. April von 1 Uhr bis 1.30 Uhr nachts. Und derjenige, der das Ganze, der halt den Mord berichtet hat, waren wir. Weil das stimmt, wir sind ja dann rausgerannt und haben ja dann die Polizei da quasi gerufen. Deswegen, das sind wir, ja. So, Postmortem Findings, single bullet wound in upper half of victim's back. No other visible signs of trauma, autopsy findings, instant death from a... Posterior bullet wound to the heart. The bullet entered the body from the back on a gently rising diagonal trajectory. Okay, was nach dem Tod so alles gefunden wurde, eben eine einzige Kugel oder ein einziges Einschussloch in der oberen Hälfte vom Rücken des Opfers. Ansonsten gibt es eben keine anderen Schäden oder Wunden oder sowas bei ihm. Und was auch noch gefunden wurde oder rausgefunden wurde, ist, dass er... Was ist eigentlich Posterior Bullet? Vielleicht, dass die von hinten kam? Keine Ahnung, ist aber nicht so wichtig. Auf jeden Fall, er ist quasi instant gestorben, weil die Kugel ihn durchs Herz getroffen hat. Und außerdem hat die Kugel seinen Körper mit einer leicht diagonal aufsteigenden Flugbahn getroffen. Deswegen hat Franz Hieks ja gerade auch angedeutet, dass wahrscheinlich ihn eine Person erschossen hat, die deutlich kleiner ist als Windybank, weil die Person, also der Mörder, halt nach oben geschossen hat, weil der Mörder eben kleiner war, sagt Franz Hieks. Und deswegen eben in einer Schusslinie nach oben. Ja. Okay, Foto noch. Aber da ist, glaube ich, tatsächlich nichts Besonderes drauf, oder? Kann man da irgendwas Cooles sehen? Hm, da ist das Blut. Ich sehe nichts Besonderes. Okay, passt. So, Karte. And now ask the court to turn its attention to this plan of the establishment where the incident occurred. Okay, aber das ist ja eigentlich in Ordnung. Und gar nicht so besonders, weil wir waren ja tausendmal schon in der Pfandleihe und kennen den Ort auch ziemlich gut. Und die Karte ist ziemlich auch das, wie ich es auch noch im Kopf habe. Ja. The proprietor was found in the storeroom where he kept articles pawned to. A windowless room with a single point of entry. A door to the main shop that was found locked. In this sealed chamber, there were only two persons present. The victim, Mr. Windybank, and the accused. It may further interest the court to note that when the accused was discovered at the scene, she had in her hand the gun used to fire the fatal bullet. Ja, aber sie war ohnmächtig. Well, that's that then, isn't it? Nothing more to say. Isn't that grubby little girl a pickpocket anyway? She's one of those filthy traps that live in the slums in the East End. Oh well, it was only a matter of time before she got blood on her hands then. What are the jurors waiting for? The girl is guilty as hell. Objection! We can't jump to conclusions here. We mustn't assume her guilt because of what she has to do to survive. Jetzt schon? Das geht aber schnell. Dass du
deinen Wein auspackst. My learned Nipponese friend. It is you who mustn't jump to conclusions. The prosecution has barely begun presenting its case. Conveniently, this appealing, appalling act of murder did not go unobserved. There were witnesses. Good gracious! After their testimony, this girl's true nature will be exposed. Pitiful pig purse or cold-hearted killer. Here's to establishing the truth. Da bin ich auch dafür, ja. The court will take the floor plan and firearm into evidence. Hand them to the bailiff, please, Lord Van Sieks. Noch mehr Beweise, Hilfe. At once, my lords. So, crime scene floor plan. A plan of Windybank's pawnbrokery, the scene of the crime. It shows the relative positions of the main shop and the rear storeroom. Okay. Ein Plan von der Pfandleihe von Windybank halt, vom Tatort. Und zeigt eben auch die Abstände vom Hauptladen und dem Lagerraum. Karte halt. Ja, passt. So, und die Mordwaffe, das ist ziemlich wichtig. Windybank's gun, a gun belonging to the victim, Mr. Windybank, that Gina was holding when she was found unconscious. There are signs of a single discharge. Okay. Die Waffe, die, also die Mordwaffe einerseits, aber die hat, das ist auch die, die Windybank dem Opfer gehört hat. Und Gina hat sie eben in der Hand gehalten, als sie ohnmächtig gefunden wurde. Und es gibt Anzeichen dafür, dass sie einmal abgefeuert wurde. Ja. Ich meine, das ist ja trotzdem aber sehr, sehr komisch. Das muss doch Van Sieks auch auffallen, dass sie da bewusstlos war. Weil, keine Ahnung, das ergibt ja gar keinen Sinn, irgendwie. Ja, obwohl, vielleicht ergibt es schon Sinn, weil, vielleicht könnte man argumentieren, wenn es wirklich Gina gewesen wäre, dass sie ihn ermordet hat und dann einfach so entsetzt war darüber, weil sie das vielleicht gar nicht richtig wollte und dass sie dann dadurch ohnmächtig wurde, dass er schwarz vor Augen wurde. Aber, keine Ahnung, das ist halt ein perfektes Beispiel dafür, dass sie einfach ohnmächtig war, dass jemand anderes der Mörder war und es ihr in die Schuhe schieben wollte und ihr noch die Waffe in die Hand gedrückt hat. Aber ja. Ja, dann würde ich aber schon sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles, nachdem wir einige Beweise, also halt, genau, erhalten haben. Es war es doch noch nicht, weil ich müssen sie mir noch genauer angucken. Moment. Aber dann gleich werde ich den Part beenden, wenn ich das alles mir angeschaut habe. Okay, das ist Gina, das ist Windybank. Sonst ist hier auch nichts Interessantes mehr. Was ist das für eine Unterschrift? Keine Ahnung, da oben steht auch noch was, aber kann ich auch nicht lesen. Okay, passt. Und noch die Mordwaffe. Die können wir uns angucken. Hier, ja. Das ist Mr. Windybank's gun. The cylinder is completely empty. Mr. Windybank always used to keep this gun to hand on his shop counter. Yes, but only ever with a single bullet loaded, I understand. That's right, to keep all the pawned articles that were in his care safe. But his one bullet was fired that night, and the poor man lost his life. Was he protecting his shop, I wonder? Trying to keep the article safe? Das wäre richtig, richtig kacke, wenn wir rausfinden, ja, es war doch Selbstmord. Er hat ja immer schon angedroht, sich selber umzubringen. War Selbstmord in Wahrheit. Das fände ich absolut dumm. Aber das war es auch nicht. Hoffe ich zumindest. Da kann ich mir nichts mehr angucken beim Abzug. Hier unten auch nicht. Okay, das war's schon. Ja. Okay. Gut, jetzt würde ich aber eben sagen, was ist hier beim nächsten Mal? Wird die Verhandlung dann erst so richtig losgehen, nachdem wir jetzt die ganzen Standardbeweise quasi bekommen haben. Mit Karte, Autopsiebericht und Tatortfoto, Mordwaffe, alles sehr standardmäßig. Aber trotzdem habe ich eben noch einige Fragen, verstehe noch vieles nicht. Vor allem bei den Zeugenaussagen bin ich eben auch sehr gespannt. Obwohl wahrscheinlich sowieso zuerst Gregson kommen wird und auch eine Standardaussage abgeben wird, wo er nicht lügen wird, wo wir aber trotzdem dann beim nächsten Mal vielleicht eben schon Widersprüche finden müssen. Ich bin gespannt. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.